Wir haben daraus Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, wir machen es so, dass wir mit unseren Schülerinnen und Schülern ein System einführen, das haben wir intern genannt Pauken und Projekte. Wir haben mit ihnen den Deal gemacht und gesagt, wir wissen, dass es für euch in jedem Jahr oder jedem Halbjahr, dass ihr näher an die Jahresendung rankommt, wichtiger wird, dass ihr die gut besteht, weil das entscheidet nachher über euren Job. Wir akzeptieren die Realität des Lebens. Aber wir haben im Laufe dieser 3 Jahre oder 2,5 Jahre, die wir sie ausbilden, haben wir 6 Projekte definiert, die zum Teil in Amsterdam und sonst wo stattfinden, die richtig umfangreich sind, die unheimlich anstrengend und spannend sind. Und das wollen wir mit euch. Und wir garantieren dafür, dass wir mit euch pauken bis zum Erbrechen, kurz vor der Prüfung, und das auch so systematisch aufbauen, dass ihr klarkommt und das funktioniert auch. Das sind so Deals, die man machen kann. Bei einem Abitur haben wir im Moment das Problem, dass wir da in einem ganz fürchterlichen, das ging eben mit G8 los, ganz fürchterlichen Umbruchsphase sind. Aber ich sage das auch nur deshalb, weil ich allen, die darauf noch sich einrichten können, sagen möchte, nehmt euch die Zeit, wartet es ab, klagt nicht heute, das wird sich nicht mehr halten. Das ist einfach von vorgestern. Diese Art von Schule ist aus der Industriezeit entstanden, hatte ihre guten Gründe. Das ist vorbei. Es wird übermorgen keine Rolle mehr spielen. Darum interessiert mich das auch nicht. Aber man wird halt nach Noten gemessen. Ja, aber auch das ist vorbei. Mein Lehrling hat jetzt die Prüfung am Systemelektroniker. Ja. Da soll der Geräte bauen, soll mit Computer umgehen, ja. Und dann war Sozialkunde 40% wert. Ist toll, finde ich ja super. Aber das kann nicht in der Prüfung Systemelektroniker der Wert sein. Das kann es nicht sein. Das ist auch eine andere Frage. Ja, aber wir müssen halt auch mit der Prüfung, wie Sie ja sagen, ich lerne auch für die Prüfung und mache dann so Gruppenarbeit. Schwierig. Das funktioniert nicht. Deswegen macht man Gruppenarbeit da, wo sie wirklich sinnvoll ist, wo sie die Menschen auch weiterbringen, unsere Schüler weiterbringen und Pauk, mein Weg bis zum Erbrechen. Südkorea hat jetzt gerade eine Regelung getroffen im Kultusministerium, die soll gesetzt werden, dass ab 22 Uhr keine Nachhilfe mehr stattfinden darf, weil die Selbstmordrate der Schüler in Südkorea signifikant messbar, das muss man sich mal auf der Zunge oder im Kopf zergehen lassen, gestiegen ist. Solchen Irrsinn machen wir in dieser Welt. Südkorea ist in PISA-Rankings auf Platz 3 oder 4 zuletzt gewesen. Aber wir haben ja den Herrn Sinner da, wir können ja morgen da reden, wie das weitergeht. Ja. Oder heute, ich glaube. Das ist ja schön, deswegen sind wir auch zusammen. Aber wir müssen in diese Rechnung kommen. Müssen wir alle rein. Ja, meiner Meinung nach immer verschiedene Ansätze. Wie gesagt, ich bin an der Montessori-Schule und selbst da wird ab der 10. Klasse die Eltern stehen auf der Matte, die wollen ein messbares Ergebnis haben und dann wird die ganze Lernpädagogik der Absurdum geführt. Das ist im Endeffekt. Also weil im Endeffekt wird es in jedem Elterngespräch das Erste, was man hört, schafft einen Abschluss. Das ist ja klar. Aber ich denke auch, diese Medien und die Sachen, die da aufgebaut werden, da muss es halt eine Vielfalt geben. Und da wird es auch eine Vielfalt geben. Es gibt ja verschiedene Entwicklungsstufen. Von der Grundschule angefangen bis zur 5. Klasse und so weiter. In der 8. Klasse ist immer so ein Riesenbruch und so weiter. Ich meine, das ist, finde ich, das, was man sich da konzentrieren sollte. Mir ist es immer ein bisschen viel gerade. Also ich höre Ihnen gerne zu, das ist super. Aber jetzt sind wir wieder in Südkorea und Ding. Ich weiß nicht, aber ich bin gerade verwirrt. Das ist gerade zu viel. Also ich glaube, dass die Schüler die Fähigkeit, die Sie vorhin angesprochen haben, zielgerichtet nach irgendwelchen Informationen zu suchen, zu sagen, was brauche ich nicht, die haben die noch gar nicht. Dazu fehlt ihnen die Lebenserfahrung, um überhaupt Dinge einordnen zu können in den richtigen Kontext. Das können die nicht. Aber das können sie nicht lehrerzentriert vermitteln. Nein, das ist auch schon klar. Das ist schon klar, das geht auch nicht. Aber auf der anderen Seite kann ich sie auch nicht allein losschicken und sagen, jetzt guck mal. Auf keinen Fall. Also das haut auch nicht hin. Ja. Aber da kann man ihnen Hilfe geben. Also Lernen, das kennen Sie alle. Es gibt heute keine Schule der Sekundarstufe 1 mehr, haben wir mal untersucht, die nicht Lernen in irgendeiner Form praktiziert, hat gute Elemente in dieser Richtung. Wie akzeptiere ich, wie finde ich Quellen, wie beurteile ich Quellen, wie bringe ich Quellen in Kontexte, das geht alles. Willst Sie haben noch ein Portfolio gearbeitet, oder? Ja. Wie ist die Erfahrung? Gut, absolut gut. In dem Moment, wo das Portfolio nicht, wie es vielfach noch in der Literatur auch diskutiert wird, nicht dem nämlichen Lernen dient, sondern indem den Kindern klar wird, ich baue mir hier meine eigene Wissenswelt auf. Das Portfolio, das immer mehr das ist, woraus ich schöpfe. Und deswegen ist das so wichtig, dass es digital ist. Weil das simple Wunder des Digitalen ist, ich kann es nehmen, kann es als Teil in irgendwas anderes hineintun, es gibt keinen Fehler im Digitalen. Weil ich kann es sofort ändern. Aber trotzdem muss dort irgendjemand eine Vorgabe machen. Immer. Ja, aber wie er sagte, ich baue da was auf, aber einer muss dabei bleiben. Ja? Und wenn der das aufgebaut hat, dann irgendwie keine Lust mehr hat, dann
Es muss einer die Führung machen, muss einer sagen, wo geht's hin. Aber das ist kein Widerspruch. Nein, das ist kein. Das ist eine Frage, wie man das vernünftig organisiert. Also ich glaube, wir haben die Zeit jetzt so langsam erreicht, die Stunde. Ich denke, es war eine spannende Diskussion vom Lehrmittel bis zum Schulsystem als Ganzes. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine wichtige Diskussion, wird auch in Zukunft eine bleiben. Ich habe bei uns im Team auch jemanden sitzen, der gerade darüber schreibt, wie er sich die Schule in 10 Jahren vorstellt und so. Also das deckt sich ganz wunderbar mit was er hier gerade gesagt hat. Von daher schauen wir mal, was da kommt und digitale Lehrmittel. Aber in der Schweiz sind mehr Systemadministratoren wie in Deutschland, von der Gemeinde aus. Das kann gut sein, aber ich glaube, dass das nicht unbedingt der Punkt ist. Also wir sind, was dieses ganze Digitale angeht, genauso rückständig wie Deutschland. Also ich will es ja nicht sagen. Also ich kenne ja ganz Deutschland nicht, aber... Schreiben Sie ja noch mal ganz analog an, wo Sie herkommen. Dann wird das mal im Zweifel nachrecherchieren. Also, ich komme aus Sachsen, im Ursprung. Ja, ich wollte jetzt wissen, was das in der Schweiz, wo in der Schweiz da das stattfindet, Ihre Auseinandersetzung mit dem digitalen Lernen. Eine PH-Bern. Genau. Und was ist das Stichwort, wenn ich das in der Website suche? Es ist schwer zu finden. Diese Website ist von Leuten entwickelt worden, die genau da sind, wo. Ja, also wir kämpfen da genau intern gegen Windmühlen, wie das überall ist. Also, welcher Lehrstuhl ist das dann? Wir sind kein Lehrstuhl, wir sind ein Institut für Bildungsmedien und Medienbildung und wir beschäftigen uns mit solchen Themen. Aber wir haben es auch nicht einfach, was das angeht. Also. Okay.